Jo, hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und ich weiß endlich, woran das liegt, dass der so schlecht gestartet hat und dass der immer bei Topspeed geruckelt hat. Das werde ich euch jetzt mal zeigen. Ja, und zwar weiß ich jetzt, woran es liegt. Und zwar an der CDI. Ich habe mir eine neue geholt, eine 45er, damit der auf 45 gedrosselt ist. Und die hat jetzt irgendwie den Geist aufgegeben. Ich habe jetzt eine andere drin, eine Ersatz-CDI, und springt einwandfrei an. Ja, auch das Anfahren und so, ohne Ruckeln. Und ich kann gleich nochmal die alte CDI einbauen. Dann könnt ihr nochmal sehen, vielleicht, ne? Also jetzt bei Topspeed ruckelt er nicht mehr, auch beim Beschleunigen oder sowas. Der zieht flüssig durch. Ich fahre jetzt mal hier rechts rein, da ist man etwas ungestörter. Das hier unter der Brücke. Na, ich glaube, ich habe noch einen besseren Platz. Und zwar hier rechts. Oh. Ja, hier fährt keiner lang. Kann ich euch das mal eben zeigen? Und zwar. Das ist jetzt eine Ersatz-CDI. Die ich da jetzt mal, ja, die hatte ich noch bei mir. Dann ist das gute Stück. Ich hoffe, die kann man sehen. Die ist leider irgendwie, keine Ahnung, mal abgebrochen oder so. Und ja, hier habe ich noch die andere mit. Das ist die kaputte 45er CDI sozusagen. Ich weiß nicht, ob die nur bei meinem Roller nicht läuft oder bei, oder insgesamt kaputt ist. Die kann ich ja mal einbauen. Zack, ganz easy. So, mal gucken. Ja. Dann springt er so schlecht an. Gerade lieber noch wunderbar. Und jetzt, wo ich die andere CDI wieder drin habe, die 45er, da geht's wieder nicht. Also es liegt ganz sicher an der. So, ich baue jetzt nochmal die alte ein. Ist natürlich auch etwas dreckig, also ich könnte es mal wieder hier drunter sauber machen. Ist natürlich staubig, ich fahre nämlich ohne, ich fahre ohne diese Reifenabdeckung, die hier eigentlich drauf ist. Vorne habe ich die drauf, aber hinten nicht. So. Und zack, da läuft er wieder mit. Ja. Da muss ich mir nochmal eine neue CDI besorgen. Ah, hier drehen wir einfach mal, würde ich sagen. Boah, so viele spitze Steine, ey. Das Einzige, wieso ich diese CDI hier nicht drin lassen kann, was ich wahrscheinlich auch viele fragen, wieso lasse ich nicht einfach die drin? Weil die, ich sag's mal so, die hat keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Natürlich sollte die eigentlich drosseln. Die drosselt auch, aber erst ab 60. Und das ist das Problem. Natürlich geht mein Tacho falsch, ne? Also alle die, die kmh, die hier angezeigt werden, die sind natürlich ungenau. Ihr wisst, das Ding geht irgendwie 10 kmh vor, 10-15 kmh. Und ja,
Ich weiß jetzt, woran es liegt. Besorge eine neue CDI und dann würde ich sagen, war es das für das Video und